Er nannte es die letzte Chance, seinem Land zu dienen, als er endlich Israels Präsident wurde. An diesem Sommertag im Jahr 2007 riefen die Abgeordneten: Hoch lebe der Präsident. Kein anderer Politiker hat die Geschichte Israels so lange so nah erlebt und gestaltet wie er. 48 Jahre Parlamentsmitglied, Minister in 12 Regierungen, dreimal selber Regierungschef. Und nun Präsident. Für viele war er der letzte weltweit anerkannte Staatsmann Israels. Einer, dessen Wort international Gewicht hat. Erz 1923, im damals polnischen Wischnewa, als Sohn eines Getreide- und Holzhändlers geboren, wanderte der 11-jährige Shimon mit seiner Familie nach Palästina aus. David Ben-Gurion, der Staatsgründer, wurde sein Förderer. Er hatte den jungen Mann schon bald nach der Gründung Israels ins Verteidigungsministerium berufen. Etwas Typisches für ihn geschah, als er nur 4 Jahre alt war, ein Kind in Wischnewa in Polen. Er besuchte seine Großmutter zusammen mit einem anderen Jungen, der viel größer und stärker war als er. Sie versuchten, sich gegenseitig auf den Boden zu werfen. Der andere Junge rang ihn immer wieder nieder und jedes Mal sagte Peres: Noch einmal. 3-4 Mal wurde er zu Boden geworfen, bis die Großmutter sagte: Es ist nun genug. Du siehst doch, wie viel stärker er ist. Nein, das nächste Mal schaffe ich es. Und so verlief sein politisches Leben. Noch einmal, und er wurde Regierungschef, und er wurde Präsident, und er baute einen Atomreaktor. Dimona, Israels bis heute geheimnisumwitterte Atomanlage. Sie entstammt der Initiative von Shimon Peres. Er ebnete auch der israelischen Rüstungsindustrie die Wege, verhalf ihr zu Umsatz und Weltbedeutung. David Ben-Gurion, Konrad Adenauer. In den 50er Jahren unterstützt Shimon Peres seinen Regierungschef bei der Aufnahme der ersten Kontakte mit der Bundesrepublik Deutschland. Trifft sich mit dem damaligen deutschen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß. Fünfzig Jahre später steht er vor dem deutschen Parlament, als erster israelischer Präsident am Holocaust-Gedenktag. Es gibt immer noch Menschen in Deutschland, in Europa und anderswo in der Welt, die damals die schrecklichste aller Absichten hatten, den Völkermord. Ich appelliere an Sie, tun Sie alles, was in Ihrer Macht steht, damit diese Verbrecher ihre gerechte Strafe bekommen. Dabei geht es uns nicht um Rache, es geht um Erziehung. Im Namen des Großvaters titeln Israels Zeitungen und erinnern daran, dass der Staatspräsident seine Großeltern im Holocaust verloren hat. Gedenken an die Schrecken der Nazi-Zeit, für Shimon Peres immer ein ganz besonderes Anliegen. Wir erinnern uns an die Vergangenheit, aber wir leben nicht in der Vergangenheit und wir haben eine Zukunft, sagt der Staatspräsident 2010 im ZDF-Interview. Aber ich werde mich auch mit aller Macht stellen gegen jede Erscheinung von Rassismus und Antisemitismus oder Gewalt. Der Kampf dagegen ist nicht vorbei und wir müssen alle mitmachen. Seit Jahren schon treibt ihn die Angst vor Irans Atomprogramm um. Man müsse der Gefahr entgegentreten, die von Iran ausgehe, nicht nur für Israel, für die ganze Welt. Ob Sechstagekrieg 1967 oder wie hier nach dem Yom Kippur-Krieg 73. Shimon Peres war immer auf der Suche nach einem annehmbaren Frieden, nach einer Formel, die ein Zusammenleben mit den Nachbarn möglich macht. Von einer Region der Konflikte zum großen Wirtschaftsraum Nahost, das war seine Vision. Dabei lässt er, wie ein Interview schon 1973 klar macht, israelische Sicherheitsinteressen nie aus den Augen.
analysieren wir, was Friede um jeden Preis bedeutet. Die Ägypter verlangen den Sinai. Nun gut, wir sind bereit, darüber zu reden. Die Syrer fordern die Golanhöhen, was eine erneute Bedrohung für uns wäre. Die Jordanier wollen Jerusalem wiederhaben. Und dann kommen die Palästinenser und fordern für sich, was von Israel noch übrig ist. Wenn sie mit um jeden Preis meinen, dass wir Israel räumen sollen, muss ich zugeben, dass wir dazu nicht bereit sind. Mitte der 70er Jahre unterstützt Peres eine Bewegung nationalreligiöser Israelis, deren Ziel ist, jüdische Siedlungen zu bauen, mitten im besetzten Westjordanland. Heute leben über eine halbe Million israelischer Siedler exakt dort, wo nach dem Willen der internationalen Gemeinschaft einmal ein Palästinenserstaat entstehen soll. Und es werden immer mehr. Die Palästinenser beklagen, Israel wolle Fakten schaffen, die nie wieder zu korrigieren seien. Die Siedlungen wohl das größte Hindernis auf dem Weg zum eigenen Staat Palästina. Auch an solchen Bildern hat Shimon Peres seinen Anteil. Peres war immer auf der populären Seite. Das heißt, für viele Jahre lang war er ein extremer Falke. Und dann, als sich die öffentliche Meinung verändert hat, wurde er eine Taube, aber eine Taube mit dem Mund und nicht mit den Händen. Der schwierige Weg zum Frieden im Nahen Osten. Die zentrale Frage dieser Region zieht sich durch Peres Leben. Krieg kann eine Nation alleine anzetteln, aber Sicherheit, dafür braucht es das Konzert aller. A real wide concert. Dreimal ist Shimon Peres Israels Ministerpräsident. Selbst eine Wahl gewonnen hat er dabei nie. Im Wahlkampf tut er sich schwer. Die Israelis haben den Satz geprägt, in Umfragen gewinnt Peres immer, bei Wahlen verliert er. Es ist ein Ruf, der an ihm kleben bleibt, auch wenn Peres immer wieder im Rampenlicht steht und wegweisende Sätze sagt. Für uns sind demografische Überlegungen am wichtigsten. Wir wären bereit, Land aufzugeben, um den jüdischen und demokratischen Charakter des Staates Israel beizubehalten. Anders gesagt, wir wären bereit, einen sehr wichtigen Teil des Westjordanlandes wieder arabischer Herrschaft zu überlassen, denn wir wollen keine Herrscher sein. Und wir wollen auch keinen binationalen Staat, was sozial und politisch bitter wäre, beziehungsweise eine bittere Investition in die Zukunft. Als Außenminister und der Regierungschef Rabin handelt Peres Vereinbarungen mit den Palästinensern aus in unzähligen Geheimrunden. Gefeiert werden sie damals für die Beendigung eines Jahrhundertkonflikts. September 1993, Weißes Haus in Washington. Israelis und Palästinenser geben sich die Hand. Eine große Geste, große Worte. Shalom, Salam, Peace. Aus der ewigen Stadt Jerusalem und von diesem grünen Rasen des Weißen Hauses lassen Sie uns sprechen in der Sprache unserer Bibel. Frieden für die, die fern sind, und Frieden denen, die nahe sind. Peace, peace to him that is far off and to him that is near. Ein Jahr später wird Peres dafür geehrt, gemeinsam mit PLO-Chef Arafat und Ministerpräsident Rabin. Friedensnobelpreis. Vielleicht der größte Moment in seinem Leben. Ohne umfassenden Frieden werden wir den Terror nicht vollständig stoppen. Die riesige Friedensdemonstration am 4. November 1995 in Tel Aviv trifft den Nerv der kriegsmüden Israelis. Ein Autonomieabkommen mit den Palästinensern ist unter Dach und Fach. Doch dann geschieht das Unvorstellbare. Ein rechtsextremer jüdischer Student ermordet den Regierungschef. Yitzhak Rabin, der Friedensnobelpreisträger, stirbt am Rande einer Friedensdemonstration.
Die Israelis trauern um ihren Premier und seine Idee von Frieden, die es ohne ihn schwer haben wird. Zur Trauerfeier kommen 2000 Gäste aus 40 Ländern, darunter viele arabische Staatsmänner. Peres übernimmt von Rabin die Regierungsgeschäfte. Er ist wieder Premier, wieder ohne, dass er eine Wahl gewonnen hätte. Im Amt gilt er als umgänglich und kontaktfreudig. Zeitweilig ist er Israels populärster Politiker. Doch die Wahl 1996 gewinnt ein anderer, der Hardliner Benjamin Netanyahu. Mehrere Terroranschläge haben die Unterstützung der Bevölkerung für die bisherige Friedenspolitik schwinden lassen. Peres muss das Ruder abgeben. Doch seine Vision verfolgt er weiter. Ein Naher Osten, in dem Israelis und Araber friedlich miteinander leben. Shimon Peres war ein großer Staatsmann, aber ein mittelmäßiger Politiker. Als Staatsmann hatte er wunderbare Ideen, konnte er wunderbare Projekte verfolgen. Aber mit der Politik im Alltag kam er nicht zurecht. Peres als Präsident. Vielleicht ist das das perfekte Amt für diesen Mann. Einer, der die Nation mahnt und zusammenhält. Einer, der international Einfluss hat, auf Augenhöhe mit den Mächtigen dieser Welt. Und einer, der den Gesprächsfaden zu den arabischen Nachbarn nie hat ganz abreißen lassen. Manche hier sagen, Peres ist unser bester Botschafter. Wenn's wirklich wichtig ist, schicken wir ihn. In those 60 years, we have had 7 wars. In diesen 60 Jahren hatten wir 7 Kriege, 2 Intifadas. Das heißt, alle 7 Jahre mussten wir Kämpfe ausfechten. Wir konnten 2 volle Friedensverträge mit Ägypten und Jordanien schließen und 2 halbe mit den Palästinensern und Libanesen. Zu sagen, das Problem heißt nur Land gegen Frieden, limitiert es. Wir brauchen Frieden, Sie brauchen Land, wir beide brauchen Sicherheit. Peace and they need land and both of us need security. Aber auch das war Shimon Peres immer wichtig. Präsent sein im täglichen Leben der Israelis. In einem Industrievorort von Tel Aviv öffnet ein Museum für ultramodernes Design. Umgeben von schräger Architektur, schrägen Exponaten und schrägen Typen, der Staatspräsident. Hier ist das ein Gefühl wie Schluss mit Alltag, hinein in einen Traum. Shimon Peres ist bis zum Schluss Optimist geblieben. Auch wenn der Frieden, für den er einst den Nobelpreis bekam, weiter Wunschtraum ist in dieser Region. Alte Männer sollen keine Visionen mehr haben, hat er bei seiner Amtseinführung als Präsident gesagt, aber Träume.